Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal über was erzählen, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, nämlich hiervon. Vom Redoxwert, vom MV-Monitor und es geht sich tatsächlich darum, was kann man damit machen, was sehe ich damit, wofür habe ich das Gerät. Und ja, ihr wisst, dass ich technikverliebt bin, dass ich jemand bin, der automatisiert, um sich das Leben leichter zu machen. Und dieses Gerät habe ich jetzt vor einiger Zeit von Aquamedic zur Verfügung gestellt bekommen, um hier einen gewissen Wert zu überprüfen. Und was ich damit im Endeffekt genau überprüfen möchte und mir anzeigen lassen möchte, dazu komme ich jetzt. Der MV-Monitor, Mikrovolt-Monitor von Aquamedic, ist, wie der Name schon sagt, ein Monitorsystem, eine Permanentmessung eines Wertes, der uns jetzt so auf Anhieb erstmal nicht viel sagen kann. Redoxwert. Was heißt Redox? Ist eine Art Reduktion. Es zeigt uns im Prinzip die Summe der Werte an biologischer Reduktion und Oxidation im Becken an. Wohlgemerkt die Summe. Darunter fällt jeder biologische Prozess, der stattfindet. Abbau von Nitrat, Einsatz von Ozon und. Dieser Anzeigewert, der da im Endeffekt jetzt gezeigt wird, ist tatsächlich ein Wert, der mir sagt, bei dir findet was statt. Aber was genau? Und genau das ist die Problematik, die man halt mit solchen Geräten hat oder mit diesem Gerät im Speziellen. Es wird zum Beispiel gesagt, dass der Anzeigewert in einem Bereich zwischen 200 bis 450 liegen sollte. So, aber was heißt das jetzt im Endeffekt? Das heißt, dass ich dass dort biologische Prozesse stattfinden, die sich durch eine Mikrovoltmessung optisch auf einem Display anzeigen lassen. So, um es jetzt mal vollkommen unwissenschaftlich, wie immer bei mir, zu erklären. Ich setze dieses Gerät ein, weil ich hier oben mit meinem Ozon arbeite und halt so feststellen möchte, ob ich zu viel oder zu wenig einsetze. Es ist immer relativ schwierig, Ozon tatsächlich einzustellen, zu kalibrieren. Ich zitiere jetzt einfach mal den Norbert Dammers, der sagt, ja, ich stelle mein Ozon so ein, dass wenn ich einen frisch gereinigten Abschäumertopf habe, das Ding anschmeiße, eine Zeit lang laufen lasse und dann den Deckel anhebe und oben dran rieche, im Prinzip hingehe und da muss ein leichter Ozongeruch sein. Wenn man das zu stark riechen kann, ist es schon zu viel, dann muss man das zurückregeln. Jo, jetzt habe ich eine verstopfte Nase und rieche es trotzdem nicht. Nein, das ist eine Möglichkeit, Ozon einzustellen. Ja, eine, die in meinen Augen recht sicher ist, so habe ich es bisher gemacht tatsächlich. Aber es gibt tatsächlich auch halt die Möglichkeit, Ozon so einzustellen, dass man das halt optisch sehen kann, beziehungsweise, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt meine Obergrenze und bis dahin möchte ich gehen und nicht weiter. So, und wenn ich über den Wert X, in diesem Fall hier bei mir 450 Millivolt, drüber komme, muss ich mein Ozon zurückregeln. Ja, dafür habe ich es im Prinzip jetzt hier eingesetzt. Wir sehen jetzt hier, hängt das Gerät. Hier sind zwei Anschlüsse. Einmal der Anschluss für die Elektrode, die vorne in mein drittes Becken reingeht. Und der Stromanschluss. Ich habe im Prinzip die Möglichkeit, jedes Mal, wenn ich hier reingucke, wenn ich irgendwas überprüfe, na, wo steht mein Wert diesmal? Jetzt muss ich gerade eben gucken. 448. Also wir bewegen uns genau so Messerschneide oben an der Stelle, wo ich halt im Endeffekt hin möchte. Also 450 als Obergrenze. So, jetzt gibt es ein paar Kleinigkeiten, die ihr natürlich über dieses Gerät wissen müsst.
Also als erstes, ihr bekommt einen wunderschönen Kartonwagen wieder. Jede Menge Material drin, was jetzt natürlich schon verbaut ist. Klar, logisch. Wo ich nochmal darauf hinweisen möchte, Aquamedic geht auch mittlerweile hin und verpackt so viel wie möglich ohne Plastik. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die halt nicht anders verpackt werden können. Wie zum Beispiel die Elektrode an sich. So, jetzt haben wir hier die leere Hülle, weil die Elektrode ist ja schon verbaut. Und zwar mit dem mitgelieferten Saugnapf. Blende ich euch mal kurz mit ein, das Elektrodenchaos, was ich da habe. Und ihr wundert euch bestimmt, warum ist an dieser Stelle, habe ich das an dieser Stelle eingebaut und nicht an der Stelle, wo es eigentlich bei meinem Technikbecken vorgesehen ist. Das sind Elektrodenhalterungen im Prinzip vorgesehen. Kann ich euch ganz einfach sagen, da hinten steht der Abschäumer. So, wenn der Abschäumer jetzt mal so hier und da hingeht und sagt, ich schmeiße ein paar Mikroblasen raus, na du, dann werden meine Messwerte verfälscht. Die Mikroblasen setzen sich dann unten auf die Elektrode drauf und ja, verfälschen meine Messwerte. Das ist jetzt nicht nur bei dem Mikrovolt-Monitor so, das ist bei dem Salinity Guardian so und das kann auch beim pH-Meter so sein. Also habe ich das Ganze verschoben, woanders hingepackt, wo keine Mikroblasen sind und da habe ich dann halt mit den entsprechenden Saugnäpfen gearbeitet. Was kriegen wir? Wir kriegen das Anzeigegerät, wir kriegen die Stromversorgung, wir kriegen die Elektrode. Die Elektrode selber ist in Flüssigkeit gelagert, wie wir es von Elektroden kennen. Und ihr solltet diese auch definitiv bis zum Schluss, kurz bevor ihr die ins Wasser packt, auch wirklich in dieser Flüssigkeit drin lassen. Weil diese Elektrode ist besonders empfindlich. Längere Zeit an der Luft kann im Endeffekt dazu führen, dass sie nicht mehr korrekt anzeigt. Womit wir zum nächsten Punkt kämen, korrekt anzeigen. Wir haben hier mal einen mitgelieferten 50 Ohm Widerstand. Den kann ich mit BNC-Anschluss, den kann ich an das Gerät anschließen und mein Gerät selber dementsprechend auf Null stellen. Heißt nicht, dass ich meine Elektrode kalibrieren könnte. Ist aber eigentlich auch bei einer neuen Elektrode nicht notwendig. Ob sie natürlich richtig anzeigt oder nicht, kann man dementsprechend überprüfen, indem man sich, habe ich bisher tatsächlich auch noch nicht gemacht, entsprechende Kalibrierungsflüssigkeiten, Anzeigeflüssigkeiten organisiert. Die gibt es. Zum Beispiel eine Flüssigkeit mit 230 Millivolt. Guckt die Elektrode rein. Gucke ich, passt, ja oder nein. Zeigt sie mehr wie 100 Millivolt Differenz an, ist die Elektrode wahrscheinlich nicht mehr die beste und sollte ausgetauscht werden. Aber das nur so am Rande. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht und habe auch wirklich nicht wirklich die Ahnung, wie das Ganze dann aussieht. Versuche ich vielleicht dann irgendwann mal nachzureichen. Ja, 50 Ohm Widerstand und einmal das entsprechende Werkzeug, um die Anzeige dann auf Null zu setzen. Ein kleiner Schraubendreher mit einem Imbus. Damit kann ich die Anzeige selber hier wieder verändern. Alles in allem, wie eben am Eingang schon gesagt, zeigt mir dieses Gerät eigentlich nur an, das, was passiert im Becken. So, wenn ich es jetzt neu in Betrieb nehme, also komplett neu installiere, kann ich erstmal mit dem angezeigten Wert, kann ich erstmal nichts anfangen, weil diese Elektrode braucht eine Zeit lang, um, sag es mal, einzulaufen, ein Biofilm auf der entsprechenden Oberfläche sich bilden zu lassen. Und tatsächlich, als ich die eingesetzt habe, lag mein Wert so bei ungefähr 170 Millivolt. Hätte auch gedacht, yippie. Aber da ich im Vorfeld ja wusste, dass dieser Wert sich erst nach und nach ergibt und nach da in die Richtung hingeht, wo er hin soll, damit er auch richtig anzeigt oder vermeintlich richtig anzeigt, braucht das Ganze seine Zeit. 1 bis 3 Wochen. Und in der Zeit könnt ihr beobachten, wie die Anzeige so nach und nach stetig steigt. Ich habe das Gerät jetzt mittlerweile, blende ich euch ein, so und so lange im Einsatz. Ich weiß es gar nicht mehr, wie lange ich den jetzt habe. Aber es zeigt mir eine entsprechende Tendenz an. So, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel hingehe und hier meinen
Boden sauber mache, also einen extremeren Eingriff in die Gesamtbiologie mache, weil auf dem Boden ist ja viel Biologie an sich, aufgewühlt und, sinkt dieser Wert. Sagt mir im Endeffekt, jo, der Boden an sich ist bioaktiv, in welcher Form auch immer. Und diese Prozesse unterbreche ich dann eben und das sieht man dann tatsächlich in der Anzeige, dass er runtergeht, meinetwegen auf 380 oder 370, ja, also eine ganze 60 bis 70 Einheiten fällt für eine kurze Zeit, sich danach wieder fängt und dann so sukzessive über anderthalb Tage dann wieder nach oben geht und so wie jetzt zum Beispiel wieder bei 448 sich eingependelt hat. So, ich gehe wie gesagt hin, um die Zufuhr von Ozon zu meinem Abschirmer dementsprechend hier zu steuern, um ja nicht zu viel O2 ins Wasser zu bringen. O3, sorry. Ozon ist O3. Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn zu viel Material bzw. zu viel Ozon ins Wasser gebracht wird, haben wir das Problem, dass es zu Schäden bei Tieren und Gewebe kommen kann, weil O3 ist sehr radikal, ein sehr radikales Gas, Giftgas tatsächlich. Das ist der nächste Effekt, wo man darauf achten muss. Das kann im Endeffekt hier auch mit angezeigt werden, beziehungsweise man sieht es ganz extrem, wenn zu viel reinkommt. So, das ist dann aber noch nicht in dem Bereich, ich sage es mal, wenn es über 450 auf 470, 480 geht, dann denkst du, oh Gottes Willen, jetzt gleich stirbt mir ja alles. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber man sieht im Endeffekt, ist es zu viel oder ist es zu wenig? Oder ist es vor dem Einsatz, nach dem Einsatz? Also, wenn ich hier meinen Ozon ausschalte, dann sinkt der Redoxwert tatsächlich so knapp um 70 bis 80 Punkte ab. Vom gesamtbiologischen Prozess her. Kann ich euch das leider nicht zeigen, weil ich das, wie gesagt, 24/7 dauerhaft im Einsatz habe. Alles in allem ist es aber so, dass es mir, wie schon eben auch wieder mal gesagt, es mir nur die Gesamtmenge an Prozessen, an biologischen Reduktions- und Oxidationsprozessen im Becken anzeigt. Das heißt, wenn ich irgendwas am Becken verändere, dann zeigt mir dieses Gerät im Prinzip an, jo, da ist eine Veränderung stattgefunden. Aber nur ihr selber, also oder der Typ, der halt vor dem Aquarium sitzt, weiß im Endeffekt, was habe ich jetzt getan und warum sinkt mein Wert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der RV-Monitor zeigt mir halt an, dass er, was halt gesamt im Becken los ist. Und ich selber als Benutzer, User, Verantwortlicher für dieses Becken, muss im Endeffekt diesen Wert interpretieren. Er sollte in einem Bereich liegen zwischen 200 und 450, 250 bis 450, so, das ist so ungefähr der optimale Bereich. Und ja, das ist im Prinzip eigentlich auch schon alles, wozu ich das Ganze einsetze. Es gibt wahrscheinlich noch weitaus andere und mehr Informationen und Erklärungen zum Thema Redoxwert, von der ich keine Ahnung habe. Ich kann euch im Endeffekt jetzt nur darüber berichten, das Gerät, wie es halt im Endeffekt hier bei mir funktioniert, wie ich es einsetze. Und so wie ich es einsetze, also sprich zur Überprüfung des Ozoneintrags, macht es einen Bombenjob. Ja, das passt soweit. Ich habe keine Schäden im Becken. Der Ozoneintrag ist gut. Die Sicht durchs Becken ist klasse, also es reduziert das Ozon, was ich zuführe, reduziert mir meine Gelbstoffe, wird dementsprechend aus dem Becken ausgetragen und. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Gerät selber ist relativ einfach zu installieren, wie alles von Aquamedic. Wir haben hier mitgeliefert eine kleine Halterung. Da kann ich hingehen und kann das Ganze mit festklemmen. Kabelverlegung etc. Alles ganz normal. Muss man nichts Besonderes beachten. Ja, was soll ich sagen? Das, was ich gesagt habe. Und somit würde ich sagen, dass ich gesagt habe, dass ich was gesagt habe. Nee, ist klar. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch das Ganze hier ein kleines bisschen näher bringen, warum, weshalb, wieso ich dieses Gerät einsetze, was es mir bringt,
mir bringt, was es euch da draußen bringen könnte und ja, warum, weshalb, wieso. Also, in diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Ralf.